Wir machen eine Doku über das Rittersport-Fundbüro. Rittersport-Fundbüro? Ja. Okay. Ja. Kennt ihr das was? Nee, also wir sind nicht aus Dresden. Aber wir sind das ist eigentlich in ganz Deutschland jetzt ja. Das okay. Thema, irgendwie von den Nachrichten. Es gibt manche Leute, dass das, die sagen, das sollte illegal sein aus Datenschutzgründen. Ja, ja. Was Rittersport-Fundbüro? Ja, dass wenn du jetzt deine Bahncard verlierst oder, ach so. Oder deinen Perso oder so, ja. Dann kriegst du den von der Schokolade wieder. Ah, alles habt klar. Ihr noch nicht gesehen? Nee, nee. Nee. Ach, gar nicht gehört. Nee. Habt ihr eine Bahncard? Nee. Oder ein Personalausweis? Habt ihr? Personalausweis, ja. Ist der registriert für kommerzielle Nutzung? Nee, bei mir nicht. Bei mir kommt es auch nicht. Also mit dem Finger abdrücken darf? Nee, wenn er auch mit 7.0 anfängt, dann ist er nicht registriert. Ach, gut. Guck mal nach, musst du mal zeigen. Die Falsche schon ausgesucht. Ah ne, er fängt mit L8 an, das heißt, der ist registriert für kommerzielle Nutzung. Okay. Hast du den schon mal verloren irgendwann? Nee. In der Waschmaschine mitgewaschen oder so? Nee. Nein, Opel, ja. Das ist ganz witzig, also wenn du jetzt den theoretisch verlieren würdest, okay. Dann würdest du den von Rittersport wiederkriegen. Quatsch. Das kannst du doch, warte, das kannst du mal ausprobieren. Ihr habt ja noch 7 Minuten Zeit oder sowas, ne? Ja. Komm mal kurz mit, das lohnt sich, das ist ganz witzig. Was ist das jetzt? Komm mit, das lohnt sich, ja. Hau mal dein Zeug hier zusammen. Ja. Ich geh mal hier rüber. Wie heißt eigentlich? Hi, ich bin Jan Juro. Hallo. So, hallo Sophia. Tobi. Tobi, hallo Tobi. Ich glaube hier drüben. Genau. Hier drüben ist ein Gulli. Weiß jetzt aber nicht rein, oder? Verlieren würde. Also angenommen, da fällt jetzt ein Gulli rein, so. Ja. Dann kriegst du den jetzt wieder von Rittersport. Also sozusagen... Also krieg ich den jetzt wieder. Oh. Ja, das ist ja der Marke. Das ist ja der Marketing-Gag von Rittersport, dass du den da ist ein Ausweis von der Schokolade wiederkriegst. Habt ihr noch nichts von gehört? Nee. Du musst halt eine Tafel Schokolade... Das war dein Ausweis, richtig? Ja. Du musst halt eine Tafel Schokolade kaufen. Das ist der. Komm, hier ist ein Laden drin. Ich gebe dir 2 Euro, bitteschön. Ich habe ihn da jetzt reingeworfen. Du kaufst eine Tafel Schokolade. Du kriegst ihn dann wieder, genau. Also, das ist jede Woche eine andere Sorte. Letzte Woche war es Kokos, glaube ich. Diese Woche ist es Marzipan. Ich glaube Marzipan. Ich glaube, hier ist ein Spar. Ja. Kriegen die einen zugeschickt oder wie? Das ist, die verraten selber nicht genau, wie das technisch möglich ist. Das ist doch der Grund, warum viele Leute dagegen protestieren, weil Rittersport selber nicht sagt, was die Technologie ist, die das möglich macht. Also ich weiß es selber nicht genau, aber irgendwie funktioniert das anscheinend. Ihr feiert euch den Abi auf dem Arschlitz durch. Also wir, wenn, dann ist es Rittersport, die uns verarschen. So. Genau, also das kannst du behalten. Theoretisch müsste jetzt, wenn das, ich weiß nicht, das klappt nicht immer, aber meistens ist dann in der Tafel tatsächlich der Ausweis drin. Der Ausweis kann da reinkommen. Danke, ich werde das aufklären. Ich bin Jan Juro, ich bin Zauberer tatsächlich von Beruf. Ihr habt jetzt teilgenommen an einem sehr ungewöhnlichen Zaubertrick für YouTube. Ja, ich danke euch sehr fürs Mitmachen. Ihr seid wundervoll. Danke. Schöne Reise noch, schöne Fahrt. Danke. Schönen Sonntag. Gut, ciao, super, euch auch. Perfekt.